Hallöchen, willkommen zu diesem Video. In diesem Video fahren wir mit der Fähre und über den großen Belt. Wir besuchen eine Prinzessin, parken verboten und kommen an einen erstaunlichen Ort, wo ich total durchdrehe. Wir waren gerade noch mal einkaufen beim IKA. Ein letztes Mal Zimtschnecken und Knäckebrot-Einkauf, Großeinkauf. Und wir fahren jetzt Richtung Helsingborg, gehen auf die Fähre nach Helsingør und nach Dänemark. 16 Uhr, 1. Juli und wir gehen zurück auf die Fähre. Ich hoffe, das klappt. Immer das Gleiche, die nächsten Fähren. Stinkt nach Parfüm. Jetzt sind wir wieder in Dänemark. Wir sind angekommen an unserem Übernachtungsplatz und vertreten uns noch ein bisschen die Beine in einem richtig schönen, erfrischenden Buchenwald. Und es pfeifen die Amseln. Vollkommen andere Vegetation hier. Volker hat heute so viel Kekse gehabt. Volker hatte noch gar keinen Keks. Volker hatte nur Knäckebrot. Ich habe ganz viel Knäckebrot reingekauft. Total viel Knäckebrot. Freche. Ja, ich gebe es zu. Ich habe ein bisschen viel Knäckebrot eingekauft und überall in leere Fächer gesteckt. Im Camper und überall, wo man jetzt ein Türchen aufmacht, fällt einem Knäckebrot entgegen. Flutschen über die Brücke. Schon cool, diese Brücke. Wenn es draußen regnet, finde ich, sind es die idealsten Fahrtage. Ja, man kann trotzdem rausgucken und alles sehen, aber zum Wandern oder Aktionen machen, mache ich auch schon lieber bei schönem Wetter. Prinzessin zu Hause ist.
lauter Autos am Strand und ich drehe durch. Das habe ich echt noch nie gesehen. Absolutes Campingverbot ist hier. Der Boden bewegt sich durch den Wind. Sieht aus, als ob der Sand uns entgegenströmt. Voll die optische Täuschung. Cool. Draußen stürmt sie verrückt. Und es regnet, alle packen zusammen und wir gehen raus. Das ist so extrem gemütlich, wenn man dann nach einem schönen Strandspaziergang zurückkommt und einen heißen Kaffee trinken kann mit einer Zimtschnecke. Okay, das war's für heute, für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da und gebt ein Like. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.